Hallo und willkommen beim Urenkelkanal, die FFP2-Maske und die kleinen Widersprüche im Alltag. Unterteilt in verschiedene Bereiche, Normierung, Masken und Brillen, Masken und Bahnfahren und Maske und Sadomasochismus. Wenn euch bestimmte Bereiche nicht so interessieren, könnt ihr unten in der Timeline weiterspringen, ich habe es für euch aufgeteilt. Wir fangen an mit den Normen, und zwar mit den DIN-Normen. In dem Bereich habe ich gearbeitet. Wir haben Elektronik aus China importiert. Und seit der Zeit weiß ich, was es mit der CE-Kennzeichnung auf sich hat. Grundsätzlich, wenn man Produkte auf den Markt bringen will in Europa, braucht man so eine CE-Kennzeichnung. Und diese CE-Kennzeichnung, das ist jetzt nichts, wo einem eine offizielle Stelle ein Zertifikat ausstellt, sondern die stellt man sich selber aus. Also grundsätzlich, jeder, der was auf den Markt bringt, druckt da sein CE-Kennzeichen drauf und dann kann er das vertreiben. Das ist geprägt. So. Und entweder macht man das so, auf die Art und Weise, man druckt sich selber die Aufkleber auf und klebt die auf. Wir haben natürlich schicke Hochglanzaufkleber gemacht auf unsere Produkte. Das sah dann ein bisschen wertiger aus und dann verkauft man das. Spannend wird es dann, wenn man sich mit der CE-Kennzeichnung dann mal so ein bisschen befasst und drauf schaut, welche Normen werden denn da eingehalten. Ja, und das ist bei der FFP2-Maske. FFP2 ist im Übrigen die Staubschutzklasse. FFP1 ist Grobstaub, FFP2 ist Feinstaub und FFP3, da geht es dann los mit Viren. Die sind dann aber meist auch mit Ein- oder Ausatemventil, weil ab FFP2 haben diese Masken einen extremen Atemwiderstand. Ob die wirklich gegen Viren dann schützen? Also in den Anleitungen steht es nicht drin. Da müssen wir einfach unseren Qualitätspolitikern Glauben schenken. Die machen das schon für uns. Aber ich zeige ganz einfach nochmal so eine Anleitung. Zeig mal kurz die Klassen. Die Anwendungsbeispiele vorzulesen ist immer wieder schön. Bau- und Nebengewerbe, Zementarbeiten, Verputzen, Fliesen legen, Dachisolierung, Glas und Mineral, Wolle, Mauerwerk schneiden, bohren, Abbruch, Spachtelmasse, Füller, Schleifen, Entsorgen, Reinigen, Kern von Böden, Holzbearbeitung, Farbe abschleifen, Weichholz schleifen und schneiden, sowie zur Pandemievorsorge. Ah ja. Also, wissen Sie Bescheid, ist für Pandemievorsorge gut. So, dann schauen wir mal da drauf. Da ist die CE-Kennzeichnung und dahinter steht eine Nummer. Und das ist das Institut, wo diese Norm das letzte Mal überprüft worden ist, und die Nummern, die ich auf den Masken habe recherchieren können, da war dann ein Institut mal 2018 in Istanbul, hat dann geguckt, ob denn die EN 149 aus dem Jahr 2001 und 2009 richtig in der Produktion angewendet worden ist. Und dann war, ich glaube, in Warschau auch mal aus dem Jahr 2018 nicht bestätigt das Institut, sondern hat nach diesem Schreiben ein Institut eine Baumusterprüfung an so einer Maske vorgenommen. Wenn jetzt eine Behörde prüft, sowas fällt auf, prüft sie zuallererst mal, ob die Größe der CE-Kennzeichnung stimmt, ob man da auch eine bestimmte Schriftart braucht, also ob es erstmal richtig ist, ob da erstmal alle Angaben richtig drauf sind, was das für Material ist, ob da, zerhackte, gebrauchte Babywindeln drin sind oder Chemiefasern oder was auch immer, das ist erstmal wurscht. Weil das kann eine Behörde prüfen, die kann genau prüfen, stimmt das formal juristisch. Das nächste, wenn dann eine Behörde prüfen möchte, das war zumindest bei uns so, dann guckt die, ob der Importeur diese EU-Konformitätserklärung hat. Und in dieser EU-Konformitätserklärung steht dann nochmal etwas detaillierter drin, welche Normen eingehalten worden sind. Und diese EU-Konformitätserklärung stellt sich der Hersteller logisch auch selber aus. Also geprüft wird da gar nichts. Früher gab es mal das Zeichen für GS, Zeichen für geprüfte Sicherheit. Da musste man seine Dinge zum TÜV bringen, bevor man so ein Zeichen da draufdrucken möchte. Die CE-Kennzeichnung, das hat aber nichts nur mit Masken zu tun. Gerade in sicherheitskritischen Bereichen bin ich da heute sehr, sehr vorsichtig, wenn jemand sagt, ich bin, oder besser gesagt, die richtige Formulierung muss lauten, ich habe mich selber CE zertifiziert. Meist wird dann auch noch auf eine EU-Verordnung auf dem Jahr 2016 verwiesen. Das ist die EU-Verordnung 425. Da steht aber auch nichts zur Produktion oder zur Prüfung drin, sondern da stehen nur allgemeine Dinge rund um die CE-Kennzeichnung drin. Also das hat auch nichts mit der
mit dem Produktionsverfahren zu tun. Es tragen also heute Millionen Masken, Millionen Menschen Masken, die nach einer DIN-Norm aus dem Jahr 2009 hergestellt sind. Ja, Masken und Brillen. Also man sollte ja meinen, dass spätestens einem Brillenträger, selbst wenn er Zeuge Coronas ist, bei diesem einfachen Test sollte mir aufgehen, Bartträger sowieso, dass da Aerosole an der Brille beschlagen. Was ich in Bonn dann beobachte, das kann man glaube ich in jeder Stadt beobachten, dass es mittlerweile jede Menge Radfahrer gibt, die zwar mit solchen Masken rumfahren und Brillen, die im Winter dann wirklich blind beschlagen sind, die fahren lebensgefährlich blind durch den Straßenverkehr, aber ohne Helm. Das heißt, diese Menschen glauben, sie könnten sich mit einer Maske vor einem Virus schützen und werden vom Bus überfahren. Also ich finde das ungut, aber Mensch und Logik, ich denke, das kann man auch nur umgekehrt proportional betrachten. Was die Masken auf jeden Fall dramatisch reduzieren, ist den Sauerstoffgehalt des Atemzuges und sehr schnell auch den Sauerstoffgehalt im Blut. Und dadurch passiert als nächstes, dass sowohl die Leistungsfähigkeit sehr schnell dramatisch sinkt, die Aufmerksamkeit und die Reaktionszeit. Und dann wird es natürlich dann noch spannender. Also wie gesagt, der Radfahrer hat sich Aufmerksamkeit, Leistungsfähigkeit und Reaktionszeit nochmal zusätzlich reduziert, um mit blind beschlagener Maske im Straßenverkehr an der frischen Luft einem Virus zu entfliehen. Das finde ich spannend. Das wäre dann auch mal sehr spannend, wenn zum Beispiel Taxifahrer oder andere Menschen, die auf längeren Reisen unterwegs sind, diese Maske tragen, wie viele Unfälle da mittlerweile zusätzlich passieren, weil eben halt ganz klar die Reaktionsfähigkeit durch den Sauerstoffgehalt im Blut deutlich reduziert ist. Und für sowas muss man kein Mediziner sein. Das sagt einem der gesunde Menschenverstand. Noch spannender wird es dann im Bereich des Bahnfahrens. Die Bahn hat jetzt, glaube ich, vor 2 Tagen, ich lese nicht mehr alles, was so im Öffentlich-Rechtlichen kommt, die FFP2-Maskenpflicht fürs Bahnfahren eingeführt. Jetzt gibt es da allerdings bei dieser FFP2-Maske gibt es eine Vorschrift in der Unfallversicherung. Und die betrifft alle Berufsgruppen. Danach darf so eine Maske maximal 75 Minuten getragen werden. Das heißt, die Unfallversicherung sagt, nach 75 Minuten musst du diese Maske allerspätestens absetzen. Du musst sie sofort absetzen, in dem Moment, wo dir ein bisschen schwindelig wird. Und gleichzeitig reisen die Menschen in der Bahn mit einer FFP2-Maskenpflicht. De facto heißt das, da ich die Maske ja nicht absetzen darf, sind dienstliche Reisen mit der Bahn verboten. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind ja auch private Reisen irgendwie dann auch mit der Bahn verboten. Dann frage ich mich, warum lassen wir den ÖPNV überhaupt noch fahren? Jetzt ist es so, dass, wer meinen Kanal kennt, ich bin ja zum begeisterten Bahnfahrer die letzten Jahre geworden, habe auch viel wirklich sehr nette Bahnmitarbeiter kennengelernt, über 90% nur positive Erfahrungen, tolle lustige Nachmittage im Bordrestaurant gehabt, aber ich musste auf, ich glaube, meine letzten Fahrt war es dann auch Bekanntschaft mit einem Waggonblockwart machen, der, ich saß alleine im Radwagen, mich dann rausschmeißen wollte, zu zweit wollten die mich rausschmeißen, weil ich die Maske erst dann aufgesetzt habe, als er den Wagen betreten hat und er hat mir dann groß und breit erklärt, dass es Vorschrift sei, dass ich 4 Stunden mit der Maske alleine neben meinem Rad im Radwagen sitzen muss. Ich war ganz alleine im kompletten Waggon. Und da möchte ich mir dann auch nicht vorstellen, wenn es dann tatsächlich zu einem Notfall kommt, wenn irgendjemand kollabiert, wegen der Atemreduktion, wie dann so ein Waggon-Blockwart vorgeht, der schon, im Normalzustand bereit ist, die Leute fast aus dem fahrenden Zug zu schmeißen. Und dann kommen wir auch schon zum Sadomasochismus. Ich bin vor langer Zeit, meine Zeit lang, Nachttaxi gefahren. Da erlebt man, gerade als junger Mensch, sehr viele spannende, aufregende Dinge. Man fährt Menschen aus Kneipen nach Hause, völlig unvorstellbar im Jahr 2021.
Prostituierte zu Freiern, Freiern zu Prostituierten, die die Sonderwünsche hatten, die auf Abstriche an allen Körperöffnungen standen oder auf Lockdown weggesperrt werden oder auf Atemreduktion, die wurden zu den Dominas gefahren. Und das ist auch ganz spannend, also die Atemreduktion, wir haben zwar schon viel medizinischen Quatsch gemacht, Aderlass und sowas, die hat es tatsächlich als großflächiges Experiment erstmals hier in der Pandemie gegeben. Und ansonsten ist mir die Atemreduktion seit der Zeit nur aus dem SM-Bereich bekannt. Ist ganz lustig, gebt mal in irgendeine Suchmaschine SM-Atemreduktion ein, was da bezüglich der Gefahren dieser Atemreduktion geschrieben steht. Und dann gab es in den 90er Jahren was, das fand ich ja so bizarr. Aus Japan kam das, oder aus China, ich weiß es gar nicht, dass man von Damen gebrauchte Höschen kaufen kann. Eingeschweißt. Ich weiß nicht, was die Leute damit gemacht haben. Und ich dachte mir, naja, wer Taxi gefahren ist, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Das gibt es jetzt auch, habe ich vor 2 Monaten gefahren hier in Deutschland. Mehrere Portale bieten das an. Und noch viel spannender ist, also für die Zeugen Coronas, dass man sich da mittlerweile auch im Schritt getragene Masken bestellen kann. Das Ganze heißt tatsächlich Pussy to go. Und wie gesagt, da verschieben sich dann so ein bisschen die Grenzen zu dem Wort pervers, weil wenn man sich anschaut, mit welchen Dingen man diese Masken veredelt bestellen kann. Nur, wenn man sich anschaut, dass wir, ja, ich sag mal, heute eine Politik haben oder Konzerne haben, die über Politiker dann in die Beamtenstuben die kleinen Verordnungsschreiber, Lehrer dazu nötigen, kleinen Kindern Fleißbienchen ins Heft zu stempeln, weil sie sich die Stäbchen in die Körperöffnungen brav reingeschoben haben und die Atemreduktion brav über mehrere Stunden über sich haben ergehen lassen. Ich weiß nicht, in welchem Bereich man das Wort pervers noch ansiedeln soll. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich bin durch. Macht euch euer eigenes Bild von der Welt und passt auf eure Familien auf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Böp.